Willkommen wieder zurück, Seehausen am Start. Ja, wundert euch nicht, warum ich da wieder gestanden habe. Ich hatte wieder Probleme. Entschuldigung. So. Bitte durch den Helfer blockiert. Ich bin noch hier. Was ist für einer? Ja. So, dann werden wir jetzt nämlich gleich schauen, inwiefern wir dann zum Holländer fahren. Ich denke, wir werden das erste Mal. Das war jetzt immer schief gelaufen.
erstmal gerade den Holländer an. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, der Holländer, guten Tag. Grüß Gott, junger Mann. Dankeschön erstmal für die SMS. Laufen ist gesund. Da müsste ich aber zweimal runterlaufen und das ist blöd. Also ich wäre jetzt gleich hier soweit fertig und würde, sobald ich jetzt gleich beim Händler war, dann noch hochkommen zu Ihnen, Ja. wenn das noch aktuell ist, dass Sie einen Auftrag für mich haben. Jo, das ist noch aktuell. Gut. Spruchreif wegen den Feldern, wie weit sind Sie da fortgeschritten schon? Das können wir im Grunde alles fertig machen. Wenn Sie dann die Pacht zahlen, dann würde ich die Felder für Sie sozusagen freischalten und dann können Sie die auch bearbeiten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nämlich jetzt erstmal den Auftrag bei Ihnen fertig. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt die Felder habe. Ja. Ja. Und ich kann die dann ja nicht direkt bearbeiten. Also es hat ja eh noch ein bisschen Zeit. Und dann, wie lange ist ungefähr die Zeit bei Ihnen, die ich einkalkulieren muss? Also es kommt drauf an, wie viel Zeit Sie sich nehmen wollen. Also ich habe zwei Felder, wo Stroh gesammelt werden müsste. Okay, das ist kein Problem. Das würde ja auch mit meinem gewonnenen John Deere gehen. Ja, dann würde ich nämlich die Felder im Auge behalten, die ich da neu kaufen will. Und sobald die dann eigentlich erntereif sind, so viel Zeit habe Ja, okay. ich. Na? Und dann würde ich die nämlich auch dann kaufen. Gut, das würde heißen, geben Sie mir noch schwer einzuschätzen jetzt gerade. Welche Felder gibt's denn da? Das ist zum einen die 49, die ist schon komplett abgeerntet. Da liegt das Stroh und auf der 48 bin ich gerade noch am Dreschen. Das wäre dann das zweite Feld. Okay, dann wäre ich jetzt gleich mit meinem Traktor erstmal unten in der Stadt. Ich denke mal in der anderen Dings. Werde ich dann hochkommen zu Ihnen. Ja, also wenn Sie hochkommen, oben an der BGA steht mein Ladewagen, den können Sie dann benutzen. Okay, und das wird wo Und abgeladen bei Ihnen auf dem Hof? in das Hauptsilo. Okay, gut, dann weiß ich da Bescheid. Jo, Ja, dann perfekt. sobald ich oben bin, melde ich mich dann nochmal bei Ihnen. Ja, okay, Okay, können wir dann machen. bis später, ciao. Bis später, tschüss. Dann rufen wir doch jetzt mal den Klingelingeling, Klingelingeling. Meier. Pff, ja, grüß Gott, junger Mann. Hier ist noch mal der. Sagen Sie mal schnell. Holzknecht. Holzknecht, hast du schon was getrunken? nein, 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 nein. Würde ich niemals nicht tun. Wissen Sie doch. Okay. Also, ich Ja. würde. Wie sieht das jetzt zeitlich bei Ihnen aus? Ich habe Zeit. Ich kontrolliere den Verkehr. Ja, dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht in Ihre Falle reintappe. Kommt drauf an. Wo stehen Sie denn? Tja. Gut, ich würde mich runter machen, erstmal zum Händler und dann eigentlich direkt durchfahren zur Kaffeebude Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns da gleich. da. Ja, sitzen Sie im Auto oder was? Ich sitze im Auto. Dann können wir auch eigentlich gerade so lange weiter schnacken, oder nicht? Ja, können wir auch, klar. Na, dann gehen wir gerade, wechseln wir in den CB-Funk. Alles klar, dann hören wir uns gleich. Jo, können wir nämlich auflegen. So. Ist da jemand? Meier hier. Grüß Gott, Herr Meier, hier sind wir schon wieder. Jetzt sagen Sie bloß, ich habe mich wegen Ihnen verfahren.
Ich glaube, da müsste man wirklich mal eine Alkoholkontrolle in Erwägung Shit. ziehen. Machen Sie mal. Ich blase gerne. Nein, ich hatte gerade. Wollte eigentlich noch hochfahren wegen einem Auftrag, aber ich habe das jetzt schon gesehen. Jetzt wollte ich irgendwas. Irgendwas habe ich jetzt vergessen. Das ist, doch, Sie können mir doch bestimmt gleich einen Gefallen tun, oder? Ich kann Ihnen Gefallen tun. Bestimmt. Und zwar, ich bin jetzt unterwegs mit meinem Traktor. Ja. Zum Händler. Ich muss aber einen Drescher mit hochnehmen, weil hier kriegt keiner irgendwie die Möglichkeit, mich mal mit dem Taxi zu chauffieren. Chauffieren oder wie der Ding da heißt. Ich müsste den Drescher hochfahren, aber auch mit dem Traktor hochfahren. Und jetzt ist meine Frage, könnte sie eventuell, wenn ich sie nachher wieder runterbringe in die Stadt, könnte sie einmal eventuell meinen Traktor fahren? Ja, das kriegen wir hin. Oder den Drescher, das ist eigentlich, glaube ich, gesprungen, könnte ich dann ausruhen. Ja, das kriegen wir hin. Gut, dann kriegen Sie eben halt die 100 Euro, sorry. Haben Sie dann als privaten Dienst gemacht? Die Polizei, Ihr Freund und Helfer, wissen Sie doch. Ja, aber ne, wer weiß, ob man kriminell. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade was Falsches. Ja, das ist schlimm, schlimm mit diesen ganzen Kriminellen. Ja, schlimm, ne? Naja, wer weiß, wie wir heute Abend denn ausklingen. Haben Sie denn gleich wenigstens Feierabend oder müssen wir gleich nochmal raus? Oh, ich kann mir die Zeit hier frei einteilen. Das ist doch schön. Also würde ich doch Ihnen gerade empfehlen, machen Sie doch Feierabend. Dann müssen wir uns später zusammen einen Fahrer suchen. Ich hab's ja nicht weit, Ich schlafe momentan im Rathaus, von daher passt mir das ganz gut. Ah, im Rathaus ist doch bestimmt genug Platz, oder? Da können auch bestimmt zwei schlafen. Ah, das kriegen wir schon hin. Ja, sehen Sie, also da muss ich auch nicht weit laufen. Nein, Keller ist immer noch irgendwo ein Platz. Ja, sehen Sie. Gut, ich wäre dann jetzt beim Händler, ich muss jetzt mal gucken, ob der mit mir noch sprechen will oder so. Ja, ich seh's. Hast du uns ja auch hier? Vielleicht. Ah, ich sehe sie, da ganz hinten versteckt. Aber ich bin vorschriftsmäßig gefahren. Ja, leider. Genau. Ja, können Sie gerade rüberkommen? Ja, na klar. Genau, weil mit dem Traktor, da muss ich jetzt nur noch mit dem Drescher gerade. Warten Sie mal, ich muss mal gerade mit dem Drescher hier aufladen. So. Kundenparkplatz gibt's hier auch nicht. Hier gibt's ganz viel, nur nicht das, was man sucht. Die ist total voll. So, also, es geht hier wie gesagt um den Drescher und um das Schneidwerk. Das Schneidwerk packe ich jetzt hier drauf, weil das ist zu breit über die Straße. Und ja, wollen wir denn erst da trinken und morgen an die Sachen hochfahren oder? Wie es Ihnen am besten passt. Dann nehme ich das Fahrzeug mit rüber, park's am Rathaus. Ja, würde ich doch gerade sagen, machen wir das so. Dann haben Sie jetzt noch ein paar Minütchen Zeit, hier einmal zu blitzen und ich komme dann mit dem Traktor rüber. Da muss ich ja auch erstmal rüberfahren. Ja, genau. Oder wir fahren gleich zusammen, ist auch egal. Ich habe gehört, Sie haben Interesse am Forst. Ja, das ist so eine kleine Leidenschaft von mir. Okay, haben Sie denn da überhaupt so einen Kettensägenschein und so? Ich besitze alles. Aha. So. Alles damals gemacht. Ja, das ist auch nicht schlecht. So, das dürfte. Ja, mit dem kann ich so über die Straße fahren, das ist gar kein Problem. So. Gut. Das heißt, ich muss jetzt einmal nur noch. Na, warte mal, kriege ich. Ja, trauen Sie sich denn hier mit Anhänger und so weiter zu fahren? Da habe ich kein Problem mit. Ich könnte den nämlich auch hier dran machen, aber wie gesagt, dann haben Sie auch was zu tun. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach später.
Und wir treffen uns jetzt an der Pommesbude. Ein kleiner Augenblick. Also dann schöne können Sie mir mal so ein Mantaplatte. bisschen Schwank aus der Jugend erzählen. Ja, so ein paar Fragen habe ich auch noch. So. Was kriegen wir schon alles hin? Dann. Dann können wir. Sie können gerne vorfahren, wenn Sie möchten. Ne, fahren Sie ruhig vor. Da ist doch irgendwo der Haken. Quatsch. Scheiße. Ist nichts passiert. Ich habe nur eine Schramme im Lack. So, ja, dann werden wir jetzt mal auf ein paar Bierchen unsere Uschi überfallen gehen. Zeche Was? geht heute auf mich. Oh. Ich bin heute mal so frei. Müssen wir überhaupt hier lang? Ich habe die Karte gar nicht offen. Wo müssen wir denn lang? Daraus. Natürlich mit Blinker. Ja, muss ich mich entschuldigen. Ich muss dringend zur Werkstatt. Mein Blinker funktioniert nicht. Aber Das der Fahrzeug. Händler hat viel zu tun zurzeit. Ich kriege zurzeit keinen. Stoppschild? Ich habe doch angehalten. Nein. Ja, mein Gott. Kriegen Sie gleich die 100 Euro als Strafe. Hier rein. Ja, die Stelle müssen Sie erkennen. Das ist jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, hast du dasselbe Problem hier? Bisschen, mal ja, mal nein. Beim Fendt ist es wahrscheinlich dann noch schlimmer. So, Uschi, wir kommen. Ja, sie hier gleich mittendrin, oder? Natürlich. Ja, gut. Ich darf das. So, was trinken Sie denn? Was habt ihr denn alles Gutes hier? Also ich nehme einen Pilz. Ja, nehmen wir mal zwei. Okay, zwei Pilz, machst du Deckel auf mich. Danke. Hier, bitteschön, Ihr Bier. Dankeschön. So, dann schießen Sie mal los mit Ihren Fragen, junger Mann. Ja, Erstmal Prostata, ne? genau, Prost. Ja, das ist ja mir Reiter. Ja, der fährt wahrscheinlich wieder hier mit 180 Klamotten durch. Ach. Also, wo waren wir jetzt mal stehen geblieben? Also, erstmal ganz klar, ich denke mal, dass Sie das schon mitgekriegt haben. Hier, ne, wird viel getratscht, viel Müll erzählt und so. Ja, das habe ich schon gehört. Gut, dass ich nicht ganz unschuldig bin an den ganzen Miseren, das ist mir auch schon ganz klar. Es ist ja zwischenzeitlich auch geklärt worden, aber ich vermute immer noch, dass hinterm Rücken geredet wird. Wurzelhuber meistens und ja, unser bekannter Bürgermeister, der ist auch ganz gerne in der Tratschtasche. Okay, okay, So ist okay. meine Vermutung. Ja, bin ich ja ganz neugierig. Ja, was ich, wo ich immer noch ein bisschen was dagegen habe, ist, dass nicht geahndet worden ist mit dem Wurzel, mit dem Wurzelhuber, dass er mich da beleidigt hat und keine Ahnung, irgendwelche falschen Behauptungen. Also ich würde da ganz gerne auf Schmerzensgeld plädieren bei ihm. Noch. Jetzt doch, weil das letzte Mal haben sie mir erzählt, von wegen, wenn das nochmal vorkommt. Und jetzt wollen sie es doch machen? Ja, weil ich so Geschichten höre, dass dort ein bisschen was erzählt wird und so noch im Nachhinein. Okay. Das ist das Problem. So, jetzt trinken wir mal noch einen und ne, wir genießen jetzt erstmal den Abend. Ich denke mal, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt auf ein Bierchen klären. Ja, genau. Nur dann würde ich sagen, morgen früh trinken wir ein Käffchen ganz in Ruhe auf Frühstücken und das Frühstück geht dann auf Ihre Kosten und die Zeche heute geht auf meine Kosten. Genau so machen wir Oh mein Gott, der Kopf tut mir jetzt schon weh. Ja, gut, Uschi, wir nehmen noch mal zwei. So, ja, währenddessen ich und der Herr Meier hier stehen und singen, ach nee, uns hier noch ein Bierchen nach dem anderen genießen, würde ich doch glatt sagen, hören wir uns wieder.
wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Denkt daran, immer gerne ein Like oder auch Kommentare da lassen, was wir verbessern können. Bis denn, ciao, ciao.